Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Jetzt in Englisch. Ja, ich freue mich. So, fahre ich selber oder? Ach komm. Time to go. Ich bin ja sogar schon auf der richtigen Seite. Genau. Ich freue mich auf die nächsten 20 Parts in Englisch. Yay. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwie gesagt, ein paar Videos vorher, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass ich das ganz so lassen will und es nicht umstelle oder irgendwie sowas in der Richtung. Das hat man davon, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und mit dem Hintergrund und keine Ahnung und dann denkt und sich sehr an das Englische gewöhnt. Ich bleibe bei meiner Meinung, die deutsche Synchro ist trotzdem super geworden. Das hat niemand gesehen, Verzeihung! Ihr seht, überlasst mir niemals ein Auto. Ja. Die deutsche Synchro ist und bleibt gut. Keine Frage. Ich habe das erste Spiel damit komplett durchgespielt. Aber naja, wenn man es halt vergleicht, an manchen Stellen fragt man sich halt wieder, was haben die Deutschen da übersetzt? Warum? Warum hat man das so verändert? Aber das ist ja eigentlich immer so, egal in welchem Spiel. Moment, war das nicht? Und die Höhle hinterm Wasserfall. Ach, das ist da bei der Schlange, glaube ich. Ja, I see. Okay. Ja, da. Muss ich einen Weg nach da unten finden. Ah, da hinten ist die Treppe. Everybody out. Kein Grund rumzustöhnen. Ein bisschen laufen, das There schadet should be a niemandem. nice change of pace. Schadet absolut niemandem. Ich meine, man sieht ja auch den Vergleich immer noch unten. Ne? Der Untertitel ist ja noch Deutsch. Wenn man dann aber hinhört in Englisch, denkt man auch, hä? Das ist interessant. Mal sehen, wie weit ich da überhaupt in die Höhle rein muss. Wegen der Waffe. Aber ich glaube, das bleibt ja so. Ich hab alle Waffen, ja. Ja, prompt. Alles gut. Na, was haben wir denn da unten Schönes? Ein hübsches Schlangentier, von dem ich die Vermutung habe. Dass es angelehnt ist an eben selbe Schlange aus Final Fantasy VII, die Sephiroth in dieser schönen Szene, die man sieht, aufgespießt hat. Die, glaube ich, auch eine Quest ist. Du hast mich gesehen, ich weiß. Welches Level haben wir denn, meine Schönheit? I got this. You just sit back and watch how it's done. I bet I could show you a thing or two. Well then, by all means. No way we're taking that thing on. No turning One back. shot. Yes, way, Hell Prompto. yeah. Solid. Nothing personal. Wer hat den jetzt vergiftet, war das Iggy? Aua. Allein der Name, Midgar, irgendwas. Ich kann das gar nicht lesen so schnell. We can do this, boys. Oh oh. Au. Das Prompto voll erwischt. Prompto? Agnes! Oh. Here. This ought to give you an edge. Scheiße, Prompto ist ja kritisch. Ich wundere mich gerade, warum der nicht angreifen kann. Wo ist er denn? Komm her. You sure you can handle this? You bet. Prompto, you're up. Nice one, Prompto. Was hat Iggy mir für eine. Ich glaube Eis, ne? Hat er drauf gemacht.
Das hübsche Tier eine Eisschwäche. Hast du ihn gerade angespuckt oder was, du scheiß Schlange? Ich vergesse mich gleich. Let it be done. Auf Wiedersehen. Geil. Bestes Ende. This sounds like you're having fun. Ah, geil. Bestes Ende mit einer Kombo mit Ignis. Das war cool. Der übrigens vergiftet ist. Scheiß Schlange. Na? Ah. Autsch. Knocked. Knocked. Ich bin hier. We're on the same page. Neben dir. Ihm geht's gar nicht gut. Sag mal, suchst du die? Iggy's looking pretty rough. Ja, er sah pretty rough aus. Da gebe ich dir recht. Ja, ach so, hier liegt Zeug rum. Na, das ist ja... Hallo! Weg da! Könnten die Leiche mal despawnen? So. Da liegt noch was. Nix wird zurückgelassen. Wird bald wieder dunkel. The legend says to look behind the waterfall. What does the waterfall say? I think it says, come in. Wouldn't you know it? An entrance. Looks like the legend checks out. This place gives me goosebumps. Double back for our coats? What's the point? Little Jill won't kill you. Weil nicht so rum bist du nicht. Ach, das ist die Eishöhle hier. Da war ich ja nicht unbedingt ein Freund von. Well, looking on the bright side, maybe the cold keeps the demons at bay? Yeah, because monsters like warmth. Ah, sarcasm. But what if they're frozen? Encased in ice, waiting for something warm to pass by. And then they jump out! Item. Versteinerte Muschel. And there's our warm welcome. Hey! See ya! Heading down a slippery slope? In slip-sliding shoes? What could possibly go wrong? Würdest du jetzt mal den Mund halten? Ich werde echt verbunden. And on we go. Down we go. You things love deep pits. Let's get it over with. Au. Er spuckt mich da an, du da oben, du scheiß Imp. Hey. So much for a little chill. Oh, I got an ice cream headache. Without the ice cream. Oh ja, kenne ich zu gut. Zu schnelles Eis essen, wurde dann der Kopf schon wehtut. Das hatte ich aber schon lange nicht mehr. Zuletzt, als ich ein Kind war, nämlich, denke ich mal. I really hope we didn't come here for nothing. I'm sure there's something if we look. Huh? Huh? Again. Really? Jaha, scheiße. Ah! Oh! Ew. All over! See ya! Let's go! Fall mir bloß nicht runter. No more slip-ups.
Schön vorsichtig gehen. Vor allem mit den Schuhen, da wäre der doch schon längst auf die Fresse geflogen normalerweise. Nö. Okay. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber was soll's. Temper, temper. Dann geh mir aus dem Weg. Was ist los? Say your prayers. Meinst du, ich will hier lang drin bleiben, bis ich mir Frostbeulen hole? Beim besten Willen nicht. Hey! Niemand hier will Gliedmaßen verlieren vor Kälte, oder? Farewell. Take this. It's time. Must say, I'm amazed. What can I say? So bin ich halt. Oh yeah. Ich überlege, ob ich die Musik noch ein bisschen leiser mache, weil ich wesentlich lieber auf das höre, was erzählt wird. Das ist in den Kämpfen immer so ein bisschen schwierig, weil es da richtig laut zur Sache geht. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? So, the glaive is through here. Yeah. Most likely. Let's see for ourselves. Fuck you. Wollte ich gar nicht hin. Oh, come on. Time to boogie. You're on fire today. What can I say? It ends now. Nothing we can't handle. Well, well. Can't stop not. What can I say? See ya. Some the worse for wear. Hat Brom du gerade IG angegriffen? Das sah so aus. Ja, Brom du sollte nicht frieren. Er hat am meisten von uns allen an. Wie komme ich denn da hin? Not a fan of the mushy desserts. Hey, will you learn that one? Here goes nothing. Not good to throw daggers in the dark. Be nice to brighten things up in here. Das ist wahr. Dolch in der Dunkelheit zu werfen ist bestimmt nicht so einfach. Wie man mal wieder die Unterschiede der Synchro merkt. Wie komme ich denn jetzt dahin? Hier kam ich doch her. Well, this is new. You can say that again. Oh. Well, this seems perfectly Focus safe. Walking. I did not see that coming. Quatscht schon euch nicht immer gegenseitig rein. Das ist was, was ich sowieso nicht mag. What will you swing that thing? I think I could handle this. Iggy, warum springst du runter? Okay, ich bleib hier. Ich gehe nicht da runter. Könnt ihr vergessen. Brilliant. Sure. Schön. No use hanging around here. Indeed. Ich spring gleich runter wie so ein Selbstmörder. Wo ich nicht mehr weiß, ob ich das Richtige hier tue. Ich bezweifle es. Nothing turned up. Did you double check? Triple checked. Then we're done. Where to next? Come on, I hate this. Wohin zum Teufel? Ich muss doch da irgendwie hinkommen. Oder unten, nee.
Naja, hier irgendwo. Fuck you. Da hinten, da oben. Wie komme ich denn da hin? Verdammte blöde Scheiße. Da kommt ihr Kackviecher wieder. Geh mal weg, scheiß Pudding. Nothing to it. So, hier, okay. Bin ich ja vorher mal runtergesegelt, weil es so slippery war. Oh. Hi. Oh, ein Ronin. Ein Samurai-Fuzzi. Kein Problem. Wo sind denn meine Leute hin? Ich bin ganz alleine hier. Na gut. Gönnt euch eine Pause, Jungs. Eeny, meeny, miny, mo. We're catching cold. So here we go. Eeny, meeny, miny, mo. So here we go. Ich sehe euch zwar nicht, aber das ist auch schön. I'm freezing. Oh, what I wouldn't give for a hot bowl of soup. Hmm. Soup. We're almost there. We gotta be, right? Im Englischen redet er von einer warmen Suppe und im Deutschen von einer Wärmflasche. Also das ist sehr unterschiedlich. Wie wär's mit beidem? Wärme am Rücken und so oder so oder Wärme und Wärme von innen? Na, hab euch vermisst. Hey. Knock, knock. We're there. Can it ever be? Easy. Never. Where's the phone at? Müsst ihr Scheiß-Scheiß-Viecher dann spawnen, wenn er anfängt zu erzählen? I hate you. Ihr könnt mir sowieso nichts. Apologies. Wofür? Warum Verzeihung? Du bist nicht Sans Prompto mit deinen Flachwitzen. Mann. Ich hab doch geblockt. Diese Gedankenviecher, wie heißen die? Gedankensinder? Schinder? Nothing wrong with you, Captain. I'll play it by ear then. Ich weiß, dass die mir Probleme gemacht haben beim normalen Durchspielen. Does this mean we can go back outside? Was that perfect or what? I'll give you that. Wir sind da, das Grab der Wandernden. Du kannst nur die Königswaffen heraufbeschwören. Wenn Noctis angreift oder sich verteidigt, lädt sich der kreisförmige blaue Limitbalken am linken unteren Bildschirmrand auf. Ist er voll, kann es losgehen. Solange die Königswaffen dich schützen, sind alle deine Statuswerte erhöht. Ach so. Ich habe mich immer gefragt, warum man da so einen blauen Balken drumherum hat. Ich habe die Königswaffen nie benutzt, genauso wenig wie Zauber. Das Menü Fertigkeiten wurde um die Kategorie Königswaffen erweitert. Setze FP ein, um dein königliches Arsenal zu verstärken. Ja, muss ich nicht zurücklaufen. Schon wieder der Typ. Knocked. You okay? What did I... Where was that? What is it? A hole in the ground. Something burning.
The meteor? You saw the disk of Kothis? Let's make our way back to Lestalem. Yeah, gotta report to Talcott. Huh. Okay. Nach Lestalem also zurück. Jetzt regnet's, na super. Was für ein Pisswetter. Da unten liegt ein Item. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum gehst du da nicht runter? Mega Phönix, yay! Moment. Warum hinlaufen? Das muss ich ja nicht tun. Ach Mist. Warte mal. Turn around, kid, it'd be a crime. Prompto, nein. Ja, manchmal muss ich das einfach tun. Vor allem, wenn ich so das Gefühl habe, sie stehen sehr gut beieinander. Dass man sagen kann, ja, machen wir. Und ich brauche Gladio, wie gesagt, auch nicht. Time to go. Alright. Okay. In Lestalem gibt es, glaube ich, sowieso ein paar Sachen, ein paar Dinge, die ich tun kann. Ah, Nocked, kannst du nicht mal bremsen in den Kurven? Ich wundere, dass das Egi nichts dazu sagt. Das wundert mich so. Oh Gott, ich weiß schon, warum ich normalerweise nicht selber fahre. Prompt, ich hoffe wirklich, du hast gerade ein Bild von hinten gemacht, weil das sah gerade so aus. Ich hoffe es für dich. Ne? Und nochmal. I hope so. Was auch schön wäre, wenn es noch so ein Theatrhythm-Teil gäbe für den 3DS jetzt, glaube ich, nicht mehr. Der ist ja sowieso zumindest Pokémon-technisch jetzt vorbei. Weil die letzten Pokémon-Spiele für den 3DS kamen ja jetzt raus. Ultra Sonne, Ultra Mond. Die nächsten Pokémon-Games gibt es ja dann auf der Switch. Könnte ja durchaus sein, dass noch ein dritter Theatrhythm-Teil irgendwann kommt. Das wäre ja mega cool, wenn Final Fantasy 15 dabei wäre. Fahr langsam, Noctis. Sorry. Jungs, ich kann nicht fahren. Tut mir leid. Optimism. Me in High Road. Ach, meine Fantasy 10. Ehrlich. So much memories. Do-do-do. Everybody out. Hier wollte ich sowieso hin.
Easier to sleep with civilization nearby. Nothing wrong with the outdoors, but there's definitely safety in numbers. Welcome. Welcome. Ah. Ist mir nämlich beim anderen Spiel auch aufgefallen, dass mir ein paar Sachen fehlen, als ich hier war. Hauptkatalog, Reservetank. Thank you kindly. So. Thank you. Sehr schön. Ich habe da im ganzen Spiel noch nie eingekauft. Ich habe immer unten geparkt und naja, habe die Tankstelle vernachlässigt. Mir war auch nicht bewusst, dass der Final Fantasy XIV Soundtrack fehlt, weil ich habe das Spiel nie gespielt, ich vermisse es auch nicht. Naja. Prince Noctis! Welcome back. Your story came to a happy end. Well, well. We owe you, Talcott. You're welcome. Hä? Wer will denn jetzt was von mir, von euch? Not again. What's the matter? You all right? He'll be fine, don't worry. But we ought to take a closer look at this so-called disc. Then look no further than the Outlook. We can use the viewer things. No substitute for being on site, but it would be a start. Let's see what we can glean of Nock's condition. Okay. Aber nicht jetzt. Jetzt geh ich erstmal pennen. Oh, greetings. Will you be staying with us? Yep. Could crash right here. Stylish as always. Ja, nicht schlecht. Na, mein Freund. Well taken. So ein bisschen hast du doch das gemacht, was ich gehofft habe. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Real tough getting the whole thing shot. Wow. Das Bild ist gut, das ist sehr gut. Stylish as always. Come now, it's nothing special. Ich sehe ganz normal aus. They're cute. In an ugly sort of way. Die sind überhaupt nicht süß, aber gut. Ja, Prompto, das war nicht schlecht. Eine nette Fotoausbeute, muss ich ja mal sagen. Und die sind, glaube ich, jetzt alle nur von diesem Spiel, ne? Ja, ja. Ja, die Shots gibt's sowieso immer mit dem Nebelauge. Das finde ich schön, dass ich jetzt mal ein Bild habe, wo die zwei drauf sind. Na, meine eigenen. Ich habe viele eigene, ne? Das sind ja auch noch die alten. Himmel, die kann man doch mal löschen.
Dass ich selbst den fotografiert habe, ist irgendwie falsch. Okay, was müssen wir jetzt machen? Panoramapark. Aber ich glaube, in der Stadt habe ich auch noch einiges, was ich machen kann, ne? Oder abgeben kann. Yep. Das werde ich aber erst im nächsten Part machen. Wir haben schon wieder über eine halbe Stunde drüber. Schön. Bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 15. Bis dann.